Sieh mal an, wer da ist. Strife. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich habe deine Schwester getroffen. Sie war viel dicker als du. Aber nicht so hübsch. Was willst du, kleiner Reiter? Malgros, der Schänder. Für dein Komplott mit Lucifer. Deine unzähligen Verbrechen gegen die Schöpfung und auf Befehl des Rats verurteile ich dich hiermit zum Tod. Du kommst zu mir allein, bedrohst mich und glaubst, du spazierst einfach wieder hier raus. Klingt witzig, wenn du es so sagst. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dann noch hier stehst, werde ich deinen Leichnam auf Arten schänden, die du dir nicht einmal ausmalen kannst. Und die Reste an meine Jungs verfüttern. Sie lieben Pferdefleisch. Eins. Zwei, drei. Tut mir leid. Wir sind in Eile. Oh, und ich bin nicht allein. Die Inferno-Kammer. Sie dient dem Schmieden von Waffen, um den Mächten des Himmels zu trotzen und um das Werk der Erschaffer niederzureißen. Wollen wir dann auch ein bisschen was niederreißen? Unsere Aufgabe ist es, den Blutkern zu finden. Klar, aber wir können dabei doch Spaß haben.
Das war's? Keine Zauberei. Bam, Mist Cup. Sieh dich um, Bruder. Der glühende Ehrgeiz von Dämonen, die das Gleichgewicht stören wollen. Darum kämpfen wir. Aber was ist mit Wulgrim? Kippt die Waage nicht, wenn wir ihm helfen? Er will den Glutkern ja ganz sicher nicht zur Dekoration. Wir brauchen seine Informationen. Was auch immer Lucifer vorhat, geht weit über Wulgrim und seine Pläne hinaus. Der Rat wäre nicht erfreut, wenn er wüsste, dass wir gefährliche Artefakte gegen Informationen tauschen. Wir tun, was nötig ist. Für die Mission. Falls Wulgrim eigene Ränke schmiedet, kümmern wir uns auch um ihn. War, entspann dich. Ich zieh dich nur auf.
Beenden wir das, bevor mir die Haut schmilzt. Kaum die Munition. So gefällt mir das. Schon.
Zeit für Zaubertricks. Verdammt, ist das heiß hier drin. Mein Visier beschlägt. Einer der vielen Gründe, weshalb ich keine alberne Maske trage. Ach, das ist keine Maske? Oh, mein Beileid. Sehen, was sich daraus machen lässt.
Wir geben nicht auf. Die Lava ist schnell. Ist das die Art von Spaß, die du wolltest, Bruder? Oh ja, ich amüsiere mich hier prächtig. Thank you.
dem Feind entkommen. Sollte ihn einer von uns holen. Ah, möchtest du, dass ich es tue? Ich gebe dir Deckung. Ich wusste es. Was jetzt? Ein Einsturz? Wellen von Gegnern? Wir haben bereits alle getötet. Habe ich dir nicht gesagt, es würde spaßig werden?